Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde The Forest mit Voucher und mit Nameless. Wir stehen wieder oben im Schneegebiet, die goldene Keycard in unserem Besitz, Leute. Das alternative Ende, anfangs der Staffel von vielen gewünscht und mittlerweile auch versprochen, ziehen wir es jetzt durch, Leute. Ich habe es natürlich andersrum machen wollen, ne? Hatte ich ja gesagt. Ich wollte eigentlich das, was wir gestern gesehen haben, am Ende der Staffel einfließen lassen. Jetzt machen wir es halt gleich. Ich bin tatsächlich, weil der ein oder andere wird sich bestimmt fragen, wie hast du es jetzt gelöst, dass wir beide Enden anschauen. Ich habe den Boss einfach nochmal gemacht. Nachdem der gestern auch so leicht war, ist mir natürlich ein Stein vom Herzen geflogen und ich hatte auch tatsächlich überlegt, dass ich den Kampf nochmal aufnehme, Leute, aber das war genauso unspektakulär wie gestern, im Gegenteil. Ich guck mal, ich habe nicht mal die Rüstung nachgelegt, ne? Ich habe nicht mal die Rüstung nachgelegt, so bin ich in den Kampf rein. Das funktioniert also mit Pfeilen, zwei, drei Sprengbomben, wenn man trifft, ab und zu mal eine Flare, dass er so ein bisschen durcheinander kommt und dann passt es. Also da war ich selber ein bisschen überrascht. Der war aber eine Zeit lang auch draußen, der Boss. Ich glaube, der war in der Early Access Phase tatsächlich schwerer, als das jetzt ist. Jawohl, schieb den Stuhl hin. Gutes Zeichen, Nameless, denn wir wollen nämlich heute tatsächlich nicht den Flieger abschießen. Jetzt habe ich das auch kapiert. Dank vielen Hinweisen von euch und nachdem wir es eine Runde gespielt haben, habe ich es kapiert. Der rote Mutant, der uns eingangs in Folge 1 am Flieger das Kind weggenommen hat, war der Vater von der Megan, der im Prinzip ein lebendes Opfer gebraucht hat, um seine Megan zu retten. Wie auch immer, ich schätze mal, er ist dann am irgendwas gestorben an dem Mutanten, der ist auf jeden Fall da unten ganz bitterlich draufgegangen. Die Megan war dann mehr oder weniger wie unser Timmy gestern im Abspann zu sehen, etwas verwirrt. So, und wir sind jetzt praktisch, wenn wir hier drauf drücken, nicht besser als der Vater, wir malen uns dann rot an, gehen zu dem Flieger, der abgestürzt ist, suchen ein Opfer für unseren Timmy und so weiter. Dieses Mal aber, Leute, bin ich gespannt. Und alles, was jetzt kommt, ist natürlich für mich auch wieder komplett neu. Wobei, immer wenn ich The Forest anfange, die fünfte Staffel, habe ich jedes Mal das Gefühl, ich war hier noch nie. Leute, sind wir bereit? Wir machen das Feuerzeug weg. Wir machen das Feuerzeug weg. Ich drücke E. Mit euch zusammen das zweite Ende, Leute. Sind Sie sicher? Ja, wir sind sicher. Wir verzichten auf unseren Sohn. Wir schalten die Maschine ab, dass sowas nie wieder passieren kann. Es leben natürlich noch alle Mutanten unten, Leute. Ich bin direkt zum Boss durchgerannt. Ich habe alles leben lassen. So, Schnauze-Voucher. Oh, Nameless, lass die Finger weg von der Tastatur. Kann ich das sagen? Das wird nix. Nameless, nein! Nameless! Was hat dann gedrückt? Hat jemand den Buchstabe gesehen? Okay. Die Maschine verliert an Saft und Kraft, Leute. Normal könnte noch eine Dynamitstange reingeschmissen, dass es auch wirklich kaputt bleibt. So. Aha, und der Fahrstuhl, der da hinten jetzt aufgegangen ist, der weist uns offensichtlich den Weg. Ich würde sagen, Leute, guck mal, was wir alles noch haben. Oh, wie schön, man sieht auch mal alles. Ihr habt echt, da fehlt der Kopf tatsächlich, ne? Da fehlt echt der Kopf, Leute. Aber ihr habt ja gesehen im Abspann, also man kann hier nichts falsch machen, auch ohne die Figur läuft's, ne? Das machen wir jetzt natürlich nämlich. Wir werden dafür sorgen, dass hier nie wieder ein Unheil geschieht. So, ich laufe mal ein paar Meter da rein, dass wir nicht gerade dran sterben. Bam! Ich hab's gewusst, ich lieb ja sowas, ne? Aber es ist echt nicht viel passiert, außer, dass uns der Schreibtisch... Nimm das, ist der Knöpfle raus, ne, ist der Cola-Dos. So, Sahara, das war's. Jetzt hoffe ich, der Fahrstuhl ist noch an. Okay, er ist noch an. Leute, wir fahren. Goldene Keycard. Die goldene haben wir, Leute, die goldene. Hier auf der Insel ganz begehrt, kriegst du alles für die goldene. Kannst überall hingehen, die einsetzen. Bei dem Mutanten-Show oben im Mutantenstadel, Leute, gar kein Problem. Der Beppo nimmt sie auch. So, ich freue mich tierisch, dass wir es echt geschafft haben. Wir machen auf jeden Fall noch so lange weiter, Leute, bis der Zaun steht. Das sind noch um die, lass mich gucken, 40, 50 Knochen. Ich will noch ein paar Bonfeuer aufsetzen, dass wir ein schönes Lichterfest am Schluss machen können. Das haben wir uns verdient. Dann macht er nämlich eine kleine Pause. Da macht er nämlich eine kleine Pause, aber erstmal macht er uns Licht. Nameless. Mann. Da macht er nämlich eine Pause bis Ende August, Leute. Kommt dann aber nicht mit der Forest zurück, sondern mit einem anderen Spiel, das ähnlich gelagert ist. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Spiel heißt Green Hell. Ist ein Early Access Game, gibt es dann bei Steam. Wird Ende des Monats erscheinen, wenn alles ist, wenn alles gehalten wird vom Entwickler. Ich werde auf jeden Fall auf der Homepage eine Seite integrieren, die ich dann so mit einem Counter, so eine Woche vorher mache ich eine kleine Counter-Seite. Wer Bock hat, den Nameless und mich in Aktion zu sehen, auf der Map von Green Hell, dann schauen wir uns das gemütlich an. Wenn das Spiel nix ist, Leute, man weiß es im Vorfeld nie. Wenn das nix ist und es uns nicht genehm ist, wenn ich wirklich sage, nee, also dann nicht, dann machen wir eine sechste Staffel The Forest, dann im Hard-Survival-Modus, ne? So habe ich mir das vorgestellt, 4 Wochen sind es knapp bis dahin, dann werden wir eine Entscheidung treffen, können damit reinkommen. Ich gehe davon aus, es wird uns gefallen, Leute. Ich habe schon ein bisschen im Vorfeld recherchiert, guck mir da immer auch schön die Screenshots an und so.
Ich nehme an, das gibt für uns den nächsten Spaß. Der Nebel ist jedenfalls ist schon mal ganz wild drauf, auf jeden Fall drauf zu schauen. Natürlich Early Access, das bedeutet, das Spiel ist an einem Punkt, wo The Forest vor vielen, vielen Jahren war. Könnt mir aber vorstellen, das ist was für uns, Leute. Guckt mal es auf jeden Fall an. So, das heißt aber nicht, wenn das Spiel mir jetzt gefallen würde, dass ich dann nie mehr The Forest anlangen. Kann gut sein, wir streams mal eine Runde. Kann sein, dass ich irgendwie mal versuche, so eine Fast-Move-Session würde ich gerne mal machen. Weißt du, so, aber ich habe noch ein paar Ideen. Also, wie gesagt, wirken lassen, Leute. Ihr kennt es ja. Ich gehe erstmal in Pause. Bei The Forest bin ich auch tatsächlich jedes Mal wieder zurückgekommen. Wer das weiß, man sieht es ja, Staffel 5, ne? Also, da bin ich dann nicht einfach weggeblieben oder so. So, meine Lieben. War auf jeden Fall eine absolut geile Staffel bis hierher. Und ich freue mich auch, dass wir noch zwei, drei Folgen gemeinsam jetzt haben um unsere kleine Burg. Ich freue mich echt, Leute, auf die Base wieder daheim zu sein, nochmal über die Brücken zu laufen, nochmal ins Städtle hochzugehen, zur Yacht vor allem. Vielleicht schaffen wir das heute. Das war so mein Ziel. Der Vater. Der Wunschvater des Gedanken, oh, leck mich am Ärmel, Leute, es ist viel zu warm, um irgendwelche Sprüche zu zitieren, die ich nicht drauf habe. Entschuldigt mich bitte. Ich gehe mal hier runter, ich habe jetzt keine Zeit gerade für Sprüche. So, meine Lieben, was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch, ne? Bergfestfolge. Ja, auf jeden Fall werden wir am Donnerstag noch dran sein und ich schätze mal ganz, ganz grob, dass wir am Freitag die Abschlussfolge machen, spätestens Samstag, Leute. Weil unnötig in die Länge ziehen ist auch nichts und es ist einfach schön, eine kleine Pause zu haben und sich wieder aufs Spiel zu freuen, dann ganz klar, ne? Aber wie gesagt, erstmal Ende August, Anfang September das andere noch angeschaut. Es kommt jetzt, es kommt auch nächste Woche, ne, beziehungsweise diese Woche auf dem Kanal noch ein anderes Game, das aber jetzt nicht als Ersatz zu The Forest sehen, bitte. Das ist einfach was, auf das ich schon sehr, sehr lange warte. Lasst euch da ein bisschen überraschen. Steht natürlich da wieder im Uploadplan ab. Donnerstag oder Freitag schreibe ich es rein. Ne, ich spoiler da jetzt nicht mehr. Wird auch nicht jedermanns Sache sein, aber ich warte wirklich schon sehr lange drauf. Also lauter Entscheidungspunkte heute, die auf uns warten. Ich nehme mal den da. Okay, nehmen wir es. Willst du da wirklich entlang? Du weißt schon, was du gemacht hast, nämlich, ne? Du hast jetzt die Maschine abgeschalten, was so viel bedeutet wie nie wieder, nie wieder wird hier ein Flieger abstürzen, wenn es nicht gerade irgendwie Zufall ist. Das war die falsche Entscheidung, Alter. Aber weißt du was, dann lad mal die. Ey, das musst du mir überlegen. Es ist schon, wenn du das erste Ende nicht kennst, ja, du stehst jetzt da oben, dann nimmt doch kein Mensch das alternative Ende. Weil jeder will ja den Sohn retten, nur um dann zu sehen, dass der Sohnemann in der Talkshow den Zitterer kriegt, verstehst du? Was mich übrigens total geflasht hat, war der Abspann gestern, Leute. Was meint ihr? Was meint ihr? Kommt eine zweite The Forest-Geschichte? Werden die nochmal ein Spiel entwickeln? Vielleicht in der Stadt? Wäre doch auch nicht schlecht. Vielleicht, was ich ja gern hätte, wäre dann schon, sag ich mal, ja, so eine tote, leere Stadt, wo die Mutanten dann rumrennen. Aber da gibt es ja schon so viele Spiele. Wer will da jetzt noch ein neues machen? Wobei die Jungs haben für mich schon viel, viel. Ja, die haben guten Humor. Das Spiel passt mir einfach. Ich finde es gut. Es hat mich sehr, sehr lange jetzt glücklich gemacht, Leute. Also für das Geld auch, wenn man sich's überlegt. Ne? Man muss ja schon ein bisschen gucken. War das super günstig, die Early Access Phase mitzuerleben, war schön. Hat Spaß gemacht. Du hast nach Release auch noch Bugs genug drin. Also ist für jeden was dabei. Hey, Alter, was hier plötzlich so auftaucht, ne? Was hier mal plötzlich so auftaucht. Ein Riesenloch, in das wir jetzt gleich reingrabbeln werden. Ich krabbel da mit Sicherheit rein. Ein bisschen irreführend ist das schon. Ich guck mal, hier haben sie bestimmt angefangen, den nächsten Altar rauszuhebeln. Da hinten sind wieder Bücher. Ich laufe jetzt ganz bewusst hier lang, weil ich echt nicht weiß, ob ich in das Loch runter will. Also hier könntest du ja schon ein eigenes Spiel draus machen aus der Fläche. Nameless. Da vorne kommt Licht, Leute. Da vorne kommt Licht. Ich will ja eigentlich zur Yacht. Das wäre ja so mein Ziel für heute, um die Sahara-Karte dort anzupinnen. Guck mal rein, was da drin ist. Yo, Nameless! Flares! Wie viele Flares hast du verschossen, Freund? Siehst du, ich habe doch 20 Flares, Leute. Ich habe nur ein paar Molotows draufgeschmissen. Also das muss ich schon sagen. Das sind keine Flares, das war Dynamit. Das war jetzt schon überraschend einfach mit dem Bosskampf. Ich habe echt gedacht, das wird ultra übel. Hab mich so gefreut, auch dass viele geschrieben haben, probier dich in den Raum zu stellen, da bist du sicher. Und da ist man auch sicher, ne? Aber dass wir den Raum nicht mal gebraucht haben, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Aber okay, vielleicht war er vorher doch effektiv und es steht mal wieder nur in der Wiki irgendwas drin, was nicht stimmt. Das war nicht das erste Mal, ne, dass ich da was lese, was gar nicht passt. Boah, nebles, war ich aus? Wie zielführend er jetzt das Dynamit hier angewendet hat. Oh, guck mal, Alter. Das ist so ein bisschen wie bei No Man's Sky gerade gewesen. Hast gesehen? Hast gesehen? Die Brocken? Leute, die sind nämlich da geschwebt. Okay. Da, guck mal, da geht's raus. Ey, wäre natürlich jetzt auch. War jemand von euch schon mal in der Höhle hier? Abspann 2?
Du bist im Schneegebiet. Und es schneit. Oh, Animation. Ich bewege den Nameless gerade nicht, Leute. Den Flieger hat er gerettet. Er hat jetzt praktisch so um die 100, 200 Leute gerettet da oben. Und den Timmy aufgegeben. Aber nur, weil er gewusst hat, dass er nicht retten kann. Weil wir gestern schon... Sonst hätte er Nameless das nicht gemacht. Boah, herzzerreißend, Leute, oder? Mal ehrlich. Und schön der Kälteeffekt. Digga, ich will dich nicht drängeln, aber... Nein, Nameless, zünd's nicht an. Du hast kein Bild mehr von deinem Sohn dann. Nameless. Ja, ich verstehe es jetzt auch, Macht. Boah, mein Nameless, Alterle. Was du mitmachst, oder? Digga, ich bin so froh, dass ich dich hab. Guck dir das an, die Asche hier in den Wind von dem... Was mich ein bisschen stutzig macht, ist... Muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen. Der Timmy war doch noch oben. Wir haben praktisch mehr oder weniger gemerkt, wir brauchen ein lebendes Opfer. Aber er hat Timmy zurückgelassen jetzt da, den Leichnam. Ja, er hat ihn jetzt nicht verbrannt oder so. Also, hier können wir jetzt ja zukünftig immer rein, ne? Kommt dem das raus aus dem Schnee in Richtung Yacht. Das ist ein weiter Weg, aber den machen wir heute, Leute. Wir pennen bei der Olga drüben in der Yacht. Da kenne ich heute nichts. Da pennen wir bei der Olga. Das ist der Felsen, Leute. Hier waren wir unterwegs. Hier haben wir alles gemanagt. So, die Mutanten sind natürlich noch da. Ist jetzt deine Insel, nämlich. Die hast du dir jetzt verdient. Wo sie jetzt nicht so richtig war, es ist, wo man sahen, Dickerle, da müssen wir uns jetzt erst recht... Ich war schon ewig nicht mehr draußen, habe ich das Gefühl gehabt. Du musst hier runter. Guck mal, das machst du mit dem alten Klitschtrick. Jawohl, Nameless. So könnte man auch ins Sinkhole reinkommen, wenn man ein bisschen mehr Mut hätte, gell, Digga? Aber den haben wir nicht. So, erstmal hier ins Grün. Tralala. Wunderbärle, Leute. So, wir haben es geschafft. Und das Tolle ist, anfangs der Staffel angekündigt, wir machen dieses Mal mit Boss. Release-Staffel ist durch. Wir haben beide Enden angeschaut, Leute. Bosskämpfe haben wir gehabt. Wir haben gebaut. Wir waren jetzt, Leute, lass mich mal in Folgen rechnen, wir sind ziemlich schnell auf Daily umgestiegen. Also kannst sagen, von den 80 Folgen waren wir bestimmt 60 Stück jetzt jeden Tag zusammen, haben wir zusammen abkacken. Das finde ich schön. Viele von euch gucken auch bei den anderen Let's Plays ab und zu rein. Ich mache ja überall meinen eigenen Faden, ne? Also bei No Man's Sky zum Beispiel ist nicht jedermanns Sache, Raumweltspielchen. Aber da bin ich natürlich auch ich, Leute. Da stapfe ich auch rum und sammle die Blumen, so wie hier. Das ist halt nur eine andere Atmosphäre und es ist quietschbunt, aber schön. Macht tierisch Laune momentan. Ah, ich laber. Ich laber, weil ich weiß, dass ich nicht mehr viel zu labern habe. Ja, 3 Wochen kriegen wir rum, Leute. Und dann ziehen wir uns mal echt ein neues Spiel rein. So in die Richtung halt, ne? Freue mich drauf. Freue mich echt drauf. Bin gespannt, wer von euch dabei ist. Komme ich natürlich. Ich habe schon überlegt, vielleicht fliege ich hier im Einspann von The Forest auf die Map. Dass wir einfach woanders abstützen. Da haben wir dasselbe Feeling. Weißt du, was ich meine? Nameless, Alterle. Und du hast noch voll die Mutantenrüstung übrig. Ich bin so stolz auf dich. Essen. Jetzt gibt's nur noch Cola, Nameless. Jetzt gibt's nur noch Cola. Alles, was du willst, bekommst du jetzt. Er hat so gelitten, wenn du das überlegst, dass er seinen Bub jetzt hier aufgeben muss, ne? Gefühlt laufen wir richtig, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Dumm-di-dumm. Ich habe alles leben lassen, Leute. Ich bin einfach nur reingerannt von unserem Zelt vorm Tor. Reingerannt, den Armsi habe ich noch nicht mal mitgemacht. Den habe ich auch liegen lassen. Ich bin einfach nur zum Bossraum. Natürlich musste da nochmal die Animation machen. Ich laufe sogar richtig. Das ist halt einfach unsere Map, Leute. Hier sind wir, wer? Hier wissen wir, wo wir sind. Jetzt müssten doch aber normal die Feinde noch hier sein, ne? Wir haben ja nur das Fliegerle abgeschalten. Nameless. Pfeile auftanken. Da habe ich tatsächlich ein paar vom Boss wieder rausgezogen. Ich glaube, die Pfeile sind sehr effektiv. Diese creepy Rüstung, die wir hier haben, die Monsterrüstung, die ist super. Der Boss hat mich ja im Prinzip... Guck dir das an, ich habe noch volle Rüstung, ne? Ist ja Wahnsinn. Das macht schon viel aus. Das hätte ich nur nicht berechnet, dass es so stark ist alles. Aber gut. Aber gut, jetzt haben wir ihn praktisch einmal im Normalmodus im Early Access gemacht, einmal im Hard-Modus. Es gebietet ja schon fast die Ehre, dass wir einmal im Hard-Survival-Modus die Geschichte auch noch machen. Gibt es denn auch einen Hardcore-Modus, wo man... Ne, gibt's nicht, ne? Weil hier ist eh, wenn du zweimal stirbst, bist du eh weg. Oh, wie lange ich kein Häsle mehr gesehen habe. Grüß dich. Grüß dich. Servus. Schön. Schön, Leute. Also, jeder, der es ausspielt und überlegt hat, soll ich auch zum Boss gehen oder nicht. Ich warte mal, was der Voucher macht. Könnt ihr, Leute. Hier nochmal für alle. Für alle wird es leichter. Da wird es leichter, wenn wir 3 Wochen hier nicht auf der Map sind. Die Steine haben alle Gesichter und sehen gleich aus. Da hat er es wieder gesagt. Ach, Leute, ich habe euch so ins Herz geschlossen. Das ist so toll. Deswegen haben wir das. Ich habe das von Daily nicht mehr rückwärts machen können auf 2 Tage. Weil es einfach zu schön war, auch, ne? Hat einfach zu viel Laune gemacht. Schwitztüchle, wo bist du denn? Was haben wir denn heute? Mittwoch. Wann hab ich geschaut, Leute? Die Tage.
die Tage, sei schon gestern oder heute. Es ist tatsächlich eine Regenwolke am Donnerstag in der Wettervorhersage und Tag danach soll es abkühlen. Also jetzt kein 200 Grad abkühlt, ja, es bleibt trotzdem Sommer, aber kühler. Nebles, wie sieht's aus? Laufen wir direkt zur Yacht, oder? Jo, komm, komm, ich muss den ein bisschen bewegen, Leute. Der trauert jetzt natürlich. Der trauert natürlich. Aber interessant, ne? Den Sohn haben wir ja prinzipiell gerettet. Gestern in dieser Staffel. Also wir haben den Sohn eigentlich gerettet, Leute. Aber der ist dann Jahre später ist es ausgebrochen bei dem. Da hat er schon eine eigene Butze gehabt. Der Nameless. Schade, dass man den Nameless nicht gesehen hat, ne? Das hätte ich viel lieber gesehen, den Alderle hier. Mein Alderle Ego. So, Digga, deine Athletik. Ich guck mal ins Buch rein, was wir jetzt... Vielleicht haben wir nach dem Bosskampf ein paar Stats gekriegt. 48,6. Da sind sie echt mager. Der muss jetzt auch ein Weilchen oben bleiben, Leute, der Nami. Der hat seine geistige Gesundheit wieder runtergeschröpft. Ey, so für so einen Bosskampf hätten sie dir eigentlich ruhig ein paar Punkte geben können, oder? So 10. Aber okay. Jetzt beschwere ich mich mal nicht. Ich bin froh, dass wir durchgekommen sind, Leute. Oh, und ich habe es echt nicht wirklich so rausgezogen. Ich bin aber trotzdem tierisch glücklich, dass die Folgen alle einigermaßen, weißt du, ohne dass ich irgendwie dazu dichten musste oder weglassen musste oder pressen musste oder so. Ich glaube, wir haben es ganz schön getimt, dass es einigermaßen schön anzuschauen war. Natürlich wollte er Hardcut, vom Bossraum macht er aus. Aber ja, ich wusste ja, ihr seid wieder da einen Tag später und dann können wir es gemütlich machen, ne? Wenn ich wusste, dass es nur 10 Minuten geht, hätte ich es drin gelassen, Leute, ganz ehrlich. Ich habe damit nicht gerechnet. Im Vorfeld haben wir ja, weißt du, Hard Mode, hier, da schlägst du mit deiner Axt 10-mal auf so eine, auf ein Goldröckchen drauf und die lacht noch. Wer soll denn da bitte davon ausgehen, dass so ein Boss so schnell geht? Habt ihr es berechnet, dass das so leicht ist, in Anführungszeichen? Vielleicht sind wir auch mittlerweile einfach nur fix geworden, das kann natürlich auch sein. Ich will uns nicht immer so kleinreden, wir haben ja in den 80 Folgen, haben wir ja Zielen gelernt, Leute. Wir haben ja schon auch einiges bewerkstelligt, so ist es nicht. Und ich glaube, diese Haftbomben sind sehr effektiv. Wenn man da 3 Stück trifft, 2, 3 Pfeile noch dazu, eine Flare 2, dann reicht es. In der Wiki steht, du musst 50 Sachen draufschmeißen oder sowas. Gut, Leute, wer weiß, in welcher Wiki ich war. Vielleicht war es gar nicht die DeForest-Wiki, das kann natürlich schon sein bei mir. So, meine Lieben, wir sind gleich bei der Olga hinten. Da gucken wir mal. So wie es aussieht zeitlich, würde ich sagen, wir laufen noch gemütlich zurück. Machen wir eine leichte, gemütliche Folge heute. Bergfest, zweites Ende angeschaut, Artefakt geholt. Dann laufen wir noch zurück in die Basis gemütlich, oder? Machen noch ein bisschen Routine arbeiten, dann können wir morgen einsteigen mit ein bisschen Zaunknochen besorgen und Bonfeuer setzen. Wir müssen mindestens 6 Bonfeuer aufsetzen, quer über unsere Base verteilen, das will ich alles anzünden. Die Körperwelten müssen später brennen, dann haben wir mit Sicherheit, vielleicht machen wir auch 10 Bonfeuer, das ist richtig schön kogelt im Wald. So, jetzt wäre natürlich das absolute Highlight für mich, wenn wir jetzt da reinhupfen und der Haifisch packt uns doch geschwind. Das wäre gut. Das wäre gut, Leute. Ich bin so tierisch erleichtert. Ich habe mich tatsächlich... Ich habe die Aufnahme... Ich kann es ja jetzt sagen, jetzt ist vorbei. Die Aufnahme für den Bosskampf, die habe ich ganz knapp gemacht, Leute. Es hat gerade noch gereicht, das alles hochzuladen und so. Ich habe es echt rausgezogen, weil ich gedacht habe, boah, das gibt wieder so ein Act. War es dann aber nicht, ne? Guck mal, ich traue dem nicht, dem Wasser hier nehmen lässt. Du weißt, wie ich da drauf bin. Guck mal, ob du da vorne nicht über die Steine halbwegs schon auf die Yacht kommst. Weißt du, hier. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt, mein Diggerle. Ist jetzt deine Insel, ne? Es wäre natürlich der absolute Hammer, wenn jetzt dann keine mehr spawnen würden. Halt, aber so wollte ich es nicht. Du kann nämlich sein, dass der Haifisch hier rechts... Obwohl, wir haben die Mutantenrüstung an. Was will der Haifisch groß machen? Und immer, wenn ich so eine freche Gosch habe, Leute, kommt was. Guck einfach nicht rechts unters Boot. Hopf einfach rein, sei frei in deinem Gefühl. Kleiner Nameless, das ist deine Yachtmacht. So. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Hier hat sich ja nichts verändert, ne? So, Leute. Great Moment. Weißt du, was wir als erstes mal machen, bevor ich es vergesse? Wir speichern mal. Wenn jetzt nämlich das Spiel abstürzt, dann muss ich nochmal dahin laufen. Speicherstand Nummer 1, Leute, alternatives Ende, ist jetzt unser Speicherstand, wir gucken, hat er genommen, passt, ne? Also, hoppla, das heißt, einmal sind wir vor dem Boss und einmal sind wir nach dem Boss jetzt gespeichert. Alles klar, wir drücken goldene Keycard raus, meine Lieben. Achso, ich bin mir nicht sicher, ne, dass da irgendwas drin ist, was nicht so witzig ist. Jo, das ist natürlich, wenn man im Early Access dabei war, nichts Neues. Ach, die haben das Skelett weggemacht von der Olga. Das ist das Artefakt, oder? Okay.
Die zwei Kappen sind noch da. Wie kommt es eigentlich, dass hier ein Artefakt drin ist? Da hinten ist auch wieder Daddy, also Megan war offensichtlich auch hier. Okay, Leute. Komm, wir gucken mal, ob wir das anschauen können. Wo ist denn das Teil, Digga? Leute, wo ist das hin? Wo bist du hin? Hier ist es. Ausrüsten. Okay. Und was soll damit gehen? Jetzt hat er es ja in der Hand, ne? Leute. Die Artefakt. Nimm mal aber was anderes jetzt so lange in die Hand. Hast du es jetzt aber nicht oben gelassen, oder? Nee. So, wir tauchen mal zurück. Das muss man ja bestimmt irgendwie hinsetzen. Und ich habe jetzt nur so im Verlauf der Folgen, habe ich irgendwo gelesen, dass man da jetzt was einstellen kann, dass die kommen oder dass sie abgehalten werden, ne? Da bin ich mal gespannt. Weil, wer sich erinnert, im Early Access lag doch zusammengerollt die Olga hier auf dem Boot. Und die hat ja so ausgesehen, als hätte die das ganze Ding hier, das Spektakel, locker überlebt, ne? Das heißt, die war eigentlich immer in Sicherheit. Einmal auf der Yacht gewohnt, ganz klar, da kommen keine Mutanten hin. Und dann hat die mit dem Artefakt sich am Leben erhalten. Das ist eine der Abgestürzten bestimmt, oder? Vielleicht war die Olga die Frau vom Nameless, vom Papa von der Megan. Dass die mit dem Schiff hier rübergekommen sind? Ey, Fragen über Fragen. Man sollte einfach mal die Story durchlesen, aber da bin ich ja, ich bin ja so ein Lesertyp, ne? Ich lese ja so gerne. Es ist so meins. Also lesen ist absolut meins. Nameless, du hast eine super Athletik hingekriegt. Gib mir mal kurz Zeit für Schwitztüchle, mein Freund. Boah, Alter. So, ich bin mal gespannt, wenn wir morgen früh aufstehen hier. Wird es jetzt hier auch nicht mehr dunkel? Das wäre natürlich affengeil. Ich bin mal gespannt, wenn wir morgen früh aufstehen, Leute, wie wir dann drauf sein werden. Ob es hier dann Besuch gibt, ob es noch Mutanten gibt. Weil mit der Mutantenrüstung bist du sowas von sicher, irgendwie gefühlt. Hammer. Oh, der Taschenlampe geht schon an, also dunkler wird's noch. Du schaffst es aber heim, Nameless. Ich will dich heute drüben abspeichern, auf jeden Fall. Hast dir verdient in deinem Baumhäusle. Du hast dir so viel verdient, mein Guter. Hat er 80 Folgen schön gemacht, kann man nichts sagen, oder? Und dann nennen sie mich Psycho. Ich verstehe das gar nicht, Leute. Ich verstehe das gar nicht. Habt ihr Timmy gesehen? Da geht's. Da weißt du, was ein Psycho ist, verstehst du? Kurz mal hier anhalten. Sag mal, hast du genau da vorne an dem Loch dir die Bank gebaut? Zieht auf einmal die Wärme jetzt hier wieder rein. Da brauchst du echt nicht warten, bis Abend ist zum Aufnehmen. Jo, das hat sich gelohnt, Digga. Das reißt jetzt alles rum. Was hab ich jetzt? Ich muss mal kurz durchgucken. Ich habe auf der 1 die Flare gehabt. Auf der 2 die Mutantenrüstung zum Nachlegen, wie man gerade gesehen hat. Auf der 3 den Bogen. Und auf der 4 der Borscht. Den Borschtl. Ey, wir gucken jetzt nicht in der Stadt. Die kommen morgen schon wieder. Wenn nicht, haben wir natürlich ein Problem. Wenn die nicht kämen, Leute, kann ich meinen Zaun jetzt nicht mehr fertig bauen. Dann ist vorbei. Ohne Kannibalen keinen Zaun. Es sei denn, es gibt in ein paar Höhlen ja Stellen, wo Knochen spawnen, ne? Da müsste man sie da rausholen einzeln, aber das ist ja langweilige Geschichte. 50 Mal dieselbe Höhle stiefeln. Obwohl, beim Vorbereiten waren wir auch 50 Mal überall drin, ne? Ich würde ja fast sagen, Leute, gönnt mir eine gemütliche kurze Runde heute. Gönnt mir eine gemütliche kurze Runde, übertreiben wir es nicht in der Zeit und machen morgen eine ganz normale Baufolge. Eine Zaunbaufolge. Jetzt guck doch mal, ob das Artefakt, das muss ja irgendwo hinzubauen sein normalerweise, ne? Wo ist denn das jetzt? Oh, ich dachte schon. Ausrüsten. Leute, was macht man mit dem Teil? Wir werden uns das, glaube ich, morgen anschauen. Ich gucke jetzt einfach mal spaßhalber, ob ich es irgendwo reingerammt kriege. Sieht aus wie eine Kerzele oder sowas. Vielleicht können wir das im Baumhaus installieren. Ich schaue mir es mal an. Nameless, du hast ein Artefakt gefunden. Schalalala, hey. Ne, erhebt es nur in der Hand, Leute. Erhebt das nur in der Hand. Was natürlich möglich ist, dass ich es vielleicht irgendwie hier reinpacken muss. Nee, ich kann es nur ausrüsten. Gibt es im Buch ein neues Rezept oder so? Was denn hier? Hier blinkt doch was. Ne, wir haben das alles erledigt. Es gibt hier nur noch die Graderhöhle. Leute, das Artefakt habe ich. Was mache ich damit? Traps? Was machen wir mit dem Teil, Leute? Ich habe keine Ahnung.
Ich kann es auch nicht auf den Teppich legen, habe ich gerade gesehen. Ich suche gerade, ob ich da irgendwie eine Vorrichtung habe dafür. Das haben wir ja alles gesehen, ne? Notizen. Vielleicht. Ja, sie sind noch da, meine Lieben. Also, sie sind noch da. Oh, ich freue mich gerade total. Ich freue mich gerade total. Die sind doch bestimmt, die sind doch jetzt bestimmt voll angetan von uns, dass wir ihren Papa jetzt praktisch da niedergeschmatzt haben, ne? Den Spinnen. Ja, Leute, dann nehme ich gleich mal das Artefakt, dann seht ihr schon mal, was hier passiert ist, nämlich. Er kann damit nichts machen. Ich habe nur eins noch nicht probiert, dass ich es auf den Boden stelle. Vielleicht ist das Baumhaus der falsche Platz dafür. So, guck mal, beim Hasenkäfig irgendwo täte es total gut aussehen, nämlich. Nö. Ich weiß es nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es geholt, Leute. Aber das finde ich ja raus bis morgen. Das finde ich raus bis morgen, weil ich eine... Ich habe ja eine kleine Vorproduktion von ein, zwei Tagen, ne? Wenn ich jetzt auf eure Kommentare warte, habt ihr zwei Tage kein Video. Das wollen wir ja auch nicht. Hallo? Flieg du wieder raus? Von dir haben wir nicht geschwätzt heute. Ja, die sind irgendwo da. Unsere Freunde, Leute. Unsere Mutantenfreunde sind da. Wollen wir einen begrüßen, nämlich? Du kennst dich hier nicht mehr so aus, sehe ich gerade, ne? Er überlegt gerade tierisch, was er hier machen soll. Sag mal, wie kann ich denn hier mit dem Ding? Ich kann nichts machen. Ich kann es natürlich in der Hand heben. Aber das bringt ja niemandem was, oder? Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen in der Yacht, Leute. Ich bin mal gespannt, wer mir da was dazu schreibt. Ich informiere mich aber auf jeden Fall, ne? Also, meine Lieben, kommt, dann pressen wir jetzt hier nichts rein. Ich würde mir es nämlich am liebsten Tag machen. Ich würde gerne kurz gucken, was ich mit dem Artefakt anstellen soll, damit ich da Bescheid weiß. Ja, und regnen tut's auch. Oh, da muss ich kurz online bleiben, dass Wasser in die Schildis geht. Ja. Ja. Muss ich das vielleicht irgendwie... Das kann natürlich sein. Geh mal in die Affidschis kurz rein, Digga. Schalalalali, li. Wo ist denn das Affidschi-Zeug? Hier. Familie? Leute? Leute? Stehender Timmy. Sitzender Timmy. Wife? Ey, kann sich jetzt eine Familie bauen, Leute? Kurzer Moment. Die müssen wir ja fast bauen. Moment mal, Moment mal. Nämlich, weißt du noch, wo du deine Axt hast? Das ist nicht deine Axt. Hallo? Ist der jetzt böse noch, Leute? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nämlich tot. Da hinten hat es auch gefunselt. Oh, jetzt macht der Nämlich die schon platt, ohne dass er hingeht. Da funzelt doch einer, Nemo. Hey, da hinten funzelt einer. Vielleicht sind die jetzt resettet, Leute. Weil jetzt haben wir ja die Insel irgendwo befreit, ne? Ich bin mal gespannt. Oder erschrickt er gerade wegen der Mutantenrüstung? Nö. Da ist wieder das, was ihn immer ausgemacht hat. So, Alter, ne? Verstehst du? Ich komme gerade vom Boss. Jetzt, Leute, das will ich einfach mal zeigen. Als, weißt du? Beim Boss bist du irgendwann fertig und der lebt und lebt und lebt. Guck mal, wie lange der lebt. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen übermütig, weil... Ihr seht ja, wir haben erstens mal viel Mutantenrüstung an und wir brauchen auch nicht mehr arg viel, glaube ich. Guck mal. Das ist die normale Einstiegsaxt. Mit der sollst du dich verteidigen, wenn du anfängst im Spiel, ne? So. Hammer, oder? Wie oft man da reinhauen muss. So, meine Lieben, jetzt haben wir doch wieder überzogen. Also, kurze Runde habe ich gesagt. Wäre mal ganz recht, machen wir auch. Ich guck mal, ob in den Schildis Wasser ist. Schön, wir haben alles soweit erreicht. Jetzt gibt es noch ein, zwei gemütliche Folgen, Leute. Da machen wir Päusle. Mehr oder weniger einen Urlaub. Ah, herrlich. Einfach schön. Es ist einfach schön bei uns. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz rüber. Hier übrigens haben wir alle drauf. Da oben ist auch der Babykopf, weil gefragt wurde. Haben wir natürlich. War einer der ersten, die wir geholt haben. Die Babys. So, der ist morgen ja nur noch halb da. Das wissen wir. Ein Rehle. Also, meine Lieben, dann speichere ich jetzt hier ab in unserer Basis. Dann haben wir das Thema soweit. Artefakt kümmere ich mich drum. Und die Familie müssen wir natürlich aufbauen, Leute. Ganz klarer Fall. Die müssen wir dem Nameless aufbauen. Ich gucke auch noch mal das Buch durch. Da ist bestimmt noch mehr. Also,
Jo, haben wir eine halbe Stunde, das reicht doch. Morgen Donnerstagsfolge, Leute. Ein Tag vorm Freitag und somit fast zum Wochenende. Ich freue mich auf euch. 19 Uhr. Bis morgen.